Hallöche Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Repentance. Bis zum Tag Nummer 6. Beim letzten Mal haben wir ein paar Runs mit Bethany versucht. Nee, doch. Oh, das ist ja nicht so gut gelaufen. Ich dachte mir so, heute machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben, so in der originalen Liste. Und wir gehen einfach mit Eve. Runter, runter, hoch, runter. Runter. Ja. Genau. Dachte ich mir so. Nicht wundern, dass ich gerade so klinge, als wäre ich erst aufgestanden. Ich bin gerade erst aufgestanden. Plus die Folge wird wahrscheinlich wieder zu spät kommen. Weil ich ein Horst bin. Entschuldigung. ja, ich habe eventuell verschlafen. Nur Hater würden dies behaupten. Da ich mein größter Hater bin, ja, ich habe verschlafen. Again. Aua. So. Ja, Eve startet mit ihrem toten Vogel. Und mit Whore of Babylon. Das ein sehr gutes Item ist. Lecker, lecko, lecko. Lecko Schmecko. So, ja. Das war's. Das ist Eve. So. Natürlich auch wieder so ein bisschen High Risk, High Reward bei ihr. Aua. Das hier ist jetzt gerade nicht so lecker. Matchbook Eve war prima wenigstens ein. Ein schwarzes Herzchen. So, an die Kiste könnten wir auch rankommen tatsächlich mit der Bombe. Mit der Bombe. Für noch mehr Bombers. Okay. Hier war ein halbes Herzchen. Das würde ich gerne mitnehmen. Aber trotzdem Effekt. Das Besondere bei Eve ist, sie hat den Horror of Babylon Effekt mit einem ganzen Herz. Und alle anderen Charaktere haben es halt erst mit einem halben. Deswegen kann ich halt das halbe Herz in der Mitte nehmen. Ohne Probleme. Abille. Tearstone. Das ist nicht so lecker. So, wie jetzt hier angezeigt, haben wir jetzt noch ein ganzes Herz. Also mit Eve zu spielen, macht mir persönlich auch immer sehr viel Spaß. Einfach, weil sie halt stark ist direkt. Und ich war tatsächlich verleitet, heute trotzdem nochmal einen Run mit Azazel zu machen. Weil ich hatte gestern so viele schlechte Runs noch persönlich. Das war nicht schön. So, ich habe irgendwie 10 Runs mit Lazarus gebraucht, um Bethany freizuschalten. Also, lief halt wirklich nicht gestern bei mir. Aber ich habe dafür die neuen Ebenen fast komplett fertig geschafft. Und die sind halt wirklich uiuiuiuiui. Ich weiß halt nur nicht, wie ich sie freigeschaltet habe. Das ist das Problem. Weil ich hab halt, ne, mit meinem Spielstand habe ich mich eingeloggt in Anführungszeichen. Und dann hieß es halt einfach, oh, 1001% Secret Ending freigeschaltet, viel Spaß. Ein Vollidiot schreit da draußen gerade rum. So, das war es halt so. Also, ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, wir müssen einfach ja, einfach das Spiel spielen. So komisch, wie es klingt. Wobei, klingt ja gar nicht komisch, ne? Wir müssen einfach verschiedene Endings schaffen, verschiedene Sachen freischalten, gehe ich immer einfach von aus. Ich könnte auch genau nachgucken, was wir brauchen. Aber ich meine, warum denn? Ne? Wir wollen ja sowieso ein bisschen mehr vom Update sehen und sowas. Aber boah, ich echt von Larry Jr. getroffen, ey. Holy shit. Ja, meine Reflexe sind nicht on point gerade. Das war nicht gut. Das ist auch nicht gut. Was mache ich hier?
Nimm die Sense mit. Das mache ich. Gib mir das. das wäre Devs Wishlist. Na, danke. Devs List. Devs Wishlist. Und donk, donk. Zuschauer. Wir haben kein Geld. Ich bräuchte noch ein paar blaue Steinchen, hör mal. Oder das. Das ist auch okay. Aber die Sensen sind halt schon mal ein super Upgrade, aber. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ups. Ja, ich meine, warum nicht? Hab ja sonst nichts zu verlieren. Ist halt kein gutes Item eigentlich. Da komm ich nicht rein. Da habe ich nur ein halbes Herz im Farm. Und weiter geht's. Boss Rush? Nö. Einfach ganz klassisch nach unten. Vielleicht Hasch. Je nachdem, wie die Items werden. Oh Mann. Oh. Aber ich glaube, so wie ich gerade drauf bin, glaube ich eher nicht. So. Oh. Oh, ach komm. Ich könnte halt wirklich mal langsam blaue Steinchen gebrauchen. Weil. Anno. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt im Hardmode definitiv seltener geworden. Aber ich habe halt einfach nur Pech. Weil manchmal habe ich auch Runs, wo halt drei Steinchen auf einer Ebene sind, aber ich habe keine Bomben. So. Jetzt habe ich halt die Bomben, aber keine Steinchen. Das ist halt irgendwie wie immer so. Da. Unglaublich viele Bomben. Aber no Steinchen. Aber auch kein Geld, hä? irgendwie droppt hier nichts. So, gerade. Finde ich nicht gut. Der Empress, habe ich schon. Ist gerade durchgehend aktiv. Eindruck habe ich nur hoch genug Range. So. Ja, brauche ich nicht reinzugehen, habe ja kein Geld. So. Catching. Wir machen direkt den Boss. Ja. Oh, Empress stacked, okay. Das wusste ich nicht. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. So, jetzt geben sie mir bitte einen guten Löffel-Deal. Okay, dann nicht. Speed up, size down. Tears up. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, welche Pille das ist. Aber ist okay. Ah, Platz. So, welche Steine waren das hier mit dem Kreuz drauf? Ich glaube, das waren die hier, ne? Pills. Das ist, bisschen suboptimal alles. So. Ich weiß nicht, warum man den ersten Knopf drücken sollte und dann die Gegner töten sollte. Das ist eigentlich dann nur extra Hard Mode so. Das machen wir. Das machen wir. Gut, besser Polana. Bisschen Geld. Ja, können wir vielleicht mal in den Shop reingucken jetzt. Jetzt würde sich das vielleicht lohnen.
Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass sie Restock genervt haben. Wo wir gerade so vom Shop reden. Man kann Sachen immer wieder neu kaufen, aber sie werden jedes Mal teurer. Erst um 1, dann 2, dann 4, dann 8, so. Als ich gestern Run gemacht habe mit Azazel, hatte ich so viele blaue Herzchen gekauft, dass sie irgendwann 20 Münzen gekostet haben. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen teuer, möchte ich meinen. Und normalerweise kaufe ich halt keine blauen Herzchen. Ja, weil meistens kriegt man ja genug. Aber lief nicht gestern. Das lief einfach nicht. So. Ja, komm. Ja, lecker. Und die Tatsache, dass halt die Level die jetzt auch geändert haben, finde ich ziemlich witzig. Und zugleich sehr diskriminierend. Weil, wenn Level die zwei Herzchen kostet und du hast nur eins, dann kostet es dich ein Rot, das eine rote Herzchen und zwei blaue. Also, das ist halt ein bisschen gemein, aber na gut. Piercing Shots, ja, cool. Habe ich schon. Also, nicht wundern, falls, keine Ahnung, irgendwie der Wind zu hören ist. Also, ich habe das Fenster offen. Schönes Wetter, schön frisch, schon wieder ein Press. Ist halt schön frisch hier. Schön windig. Also man merkt, wird Frühling. Was ich gut finde. Ich mag den Frühling. Was ich nicht mag, sind diese Boys. So, das war's auch schon wieder mit der Ebene. Also. Bin Hef ab. Wow, hey, du warst nicht mit in der Liste. Also, Hef ab ist jetzt nicht so schlimm. Angesichts der Tatsache, dass man halt die David jetzt nicht mehr. Ich sag mal in Anführungszeichen cheesen kann. Das wiederum ist richtig nice. Was halt nicht so cool ist, ist, dass erst die normalen Herzen aufgefüllt werden. Jetzt frage ich mich, wenn ich diesen Opferungsraum benutze. Ich bräuchte einen Blutspendeautomat, ne? Besten wäre es halt, wenn ich einfach einen Deal nochmal bekommen würde. Wie viel Leben der hat. Was haben wir hier? Blaues Herzchen. Blaues Herzchen finde ich super. Danke. Wir hatten ja so einen Spielraum. Da sind manchmal diese Automaten drin. Also die Blutspendeautomaten. Blutspendeautomaten verringern auch nicht die Chance auf den Devil Deal. Chariot. Ja, Zweifel hier. Geil. So, einmal hier lang bitte. Nimmst du meine roten Herzen? Nope. Puh. Okay, dann nicht. Baba. Ja gut, dann werden wir wohl ein Devil brauchen, um wieder Whore of Babylon zu werden. Das ist aber, weiß ich nicht. Das haben sie halt auch geändert. Das war vorher nicht so. Du hast vorher immer erst deine Skelettherzchen aufgefüllt, bevor du die roten aufgefüllt hast.
Ja, weiß ich nicht. Also müssen die wissen. Aber ich persönlich bin da jetzt kein Fan von. Vor allem jetzt wüsste ich halt nicht mal, wenn der wo Blutspendeautomat ist, ob das denn klappt. So. Weil ich meine Herz den jetzt nicht sehe. Frechheit. Nein, danke. Aber ich nehme gerne ein blaues Herz hin. Ah, geht doch. Oh, ups. Wow, das war eine gemeine Superform. Holy, holy moly. Okay. Bist du? Lockdown. Warum furze ich eigentlich bei jeder Pille? Bin der Kaffeebohne? Kaffeepille? Koffeinpille. So, Entschuldigung. ich glaube. Was anderes würde mir halt nicht einfallen. Hi. Gott, ey, die haben so viel Leben. Boah. Oh. Mano. Könnt ihr jetzt wenigstens mal ein paar mehr sterben, bitte? Holy moly, habe ich auch mal ein rotes Herzchen? Nee. Ich bin mir ziemlich sicher. Das war das letzte rote Herzchen im. Das letzte Stückchen vom roten Herz im. Im Skelettcontainer. Da ist es. Ne, ich hatte ja ein blaues Feuer. Okay. Schiere Tiers. Funktioniert das mit meinen Sensen oder? Eher nicht so. Weiß ich gar nicht. Was haben wir hier? Nichts, alles klar. Boss geht da tatsächlich nach unten. Interessant, interessant. Ich hab keine Bombas mehr. Okay, die konnten auch springen, ne? Genau, die haben einfach so ein mega Pfütze gesprungen, quasi. Das war jetzt nicht das richtige Wort dafür, aber der will Bomben haben. Wo ist Greed? Aber wie ist das? Ah, ich pierce die Tränen. Okay. Sensen sind halt einfach krass. Ich sag's wie es ist. Ja, normalerweise mit Shielded Tears zerplatzen die eigenen Tränen, ja. Wenn sie geblockt haben. Aber mit Piercing Shots anscheinend nicht mehr. Lecker, lecker. Ach du verdammt. Nicht eine Bombe? Oh Mann. Oh boy. Unsere 2 ist definitiv keiner meiner Lieblingsgegner. Ich fand das so gut, dass man den damals im alten Isaac halt komplett schießen konnte. Weil diesen seinen Brimstone macht er halt meistens, wenn er so seitlich von ihm stehst. Und im alten Isaac konntest du es halt machen, dass er das nur macht. So, das auszuweichen ist halt. Ja, ich meine, hey, du gehst einen Schritt nach oben. ich glaube, im alten Isaac konntest du es sogar so schießen, dass du quasi hier standest und er dich nicht getroffen hat. Boah, Binky, Döffeldeal, Spectral Tears oder den Kreis. Oh, das nehme ich auch.
Ich glaube, wir nehmen Spectral Tears. Genau, jetzt haben wir wieder. Oh, das Skelettherz entzählt für den Hof of Babylon Effekt? Ernsthaft? Das finde ich tatsächlich nicht cool. Also, das hätte echt nicht sein müssen, so. Oh, goddammit. Ja, wenn die Stämme machen, so hier diese gelben Spinnen. Da hätte ich das gewusst, hätte ich das letzte Herz auch noch verballert. Das ist der letzte Shop, ne? Also. Warum nicht rauslöten? Oh, rein damit. 80. Wir kommen der Sache näher. Also diese Dinger da, ne? Vor denen habe ich halt immer noch mad Respekt. Einfach weil mein Gehirn zu dumm ist, um dem auszuweichen. Ob müde oder nicht. Ich meine, klar, es ist plus, dann x, aber. Und man kann halt hier so stehen. Es ist safe. Aber meistens sind ja Gegner mit im Raum. So. Da wird das schon mal sehr hektisch. So, die Marm-Item wurden auch alle verbessert, ne? So, hier Marms Underwear zum Beispiel. Oh. Hat man ja gesehen, gibt mir ein paar blaue Fliegen. Marms Lipstick gibt, glaube ich, droppt, glaube ich, ein rotes Herzchen. Tears down. Was gab's noch? Marms Heels hat, glaube ich, Speed Up mitgegeben. Bisschen? Weiß ich gar nicht. Also, die wurden auch auf jeden Fall ein bisschen gebufft. Finde ich vollkommen okay. Weil, ich bin ehrlich, die waren Müll. Range Up ist jetzt in den meisten Fällen nicht so gut. Jetzt habe ich's. Das ist. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Hier in so einem Raum zum Beispiel, so. Hätte ich nicht die Shielded Tears, hätte ich halt mega Schiss in dem Raum. Ah ja, Bombdrops sind jetzt verdoppelt. Wir haben nur eine Münze. Throwing your life away. Manu. Finde ich nicht okay. Ja, also, ne, ich will mich übrigens entschuldigen, dass die Folge ein bisschen später kommt. Nein, jetzt habe ich. Ach, Mann. Egal. Ist egal. Nein. An dem Ding kannst du, glaube ich, das haben sie, glaube ich, geändert. Das haben sie, glaube ich, geändert auch, dass du an dem Ding nicht mehr sprengen kannst. Der Reroll dann direkt zweimal und dann ist es kaputt. Das ist bis das zweite Mal schon passiert, also. Bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass dem so ist. Hätte ganz gerne Kapi. Fehlt mir noch ein Item, zwei Items für, ne? Au. Ja, das war nicht mein Level hier. Ich verliere kein Level hier mehr, wenn das Ding zerbricht. Weil 36,3 war, glaube ich, unsere Standardchance, ne? Weil wir letzte Ebene ein hatten. Geht das eigentlich? Nö, okay. Okay, also die Dinger können zerbrechen wieder. Krass. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Ja.
Alter, warum hatten wir? Stark sind wir jetzt auch wieder mit einem 10 Herzchen mit dabei. Ja, hab ich jetzt. Bin ich ehrlich gesagt nicht von ausgegangen. Moment. Mein linkes Bein ist eingeschlafen. Shit. Ja. Au. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen. Bisschen Angst um mein Leben. Tier ist down. Nein, wir wollten noch nach unten. Alle. Ja, ehrlich gesagt bezweifle ich, dass wir es dahin schaffen. Aber wenn, dann können wir halt Satan machen. So ist nicht. Also Satan können wir mindestens machen. Das ist vollkommen okay. Wollte ich sagen. Alter. Okay. Holy shit. Ich glaube, wir einfach wiederbelebt worden, ey. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, okay, es ist vorbei. Jetzt sagt die Folgenlänge, halbe Stunde. Das wäre eine okay Länge. Also, ich sehe es halt immer so, wenn ich innerhalb von 10 Minuten, oder bzw. innerhalb von 30 Minuten, ja, sterbe in der Aufnahme, machen wir noch einen Run. Aber 27 Minuten, wenn wir jetzt sterben würden, vollkommen okay. Sonst würde ich halt immer noch ein oder zwei Runs machen, was ist das? Mystery Medicine. Nein, danke. Bei Trinkets bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn ich sie mitnehmen will. Wer weiß, was das macht? Wahrscheinlich kriegen wir so per Random pro Raum irgendwie einen Random Pilleneffekt. Nicht Pilleneffekt, Spritzeneffekt. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Komm, wir haben genug Bomben. Wir probieren das einfach mal. Wir nehmen das einfach mal mit. So, Mystery Medicine. Ah, Damage up, Range up. Okay, das ist tatsächlich so. Es kann uns ein random Spritzeneffekt geben. Das finde ich okay. Spritzen gibt es tatsächlich eigentlich nur recht gute, ne? Ich glaube, die schlimmste Spritze, die man kriegen könnte, wäre Some Stats Up, then Shuffle. Also die gelbe. Und die wird mit Sicherheit hier mit drin sein. Hallo Loki. Mr. Cool mal 2. No. Ja, oh, ja. Könnt ruhig ein bisschen näher wieder aneinander gehen. Ja, es hat einfach zweimal Loki. Mit dem Unterschied, dass die roten Fliegen spawnen, statt die schwarzen. Plus one to low is stat. Tears up. Okay, das heißt Shot Speed und Luck zählen da gar nicht zu. Interessant. Das ist interessant, das ist gut zu wissen. Und wenn wir es jetzt tatsächlich Past It Lives schaffen, ne, dann bin ich halt mega traurig.
Der Voice Reflect halt. Ah, das ist ja die neue Musik. Utero, genau, Utero. Das hat ja voll, glaube ich, einfach eine normale Womp-Ebene Musik. Laufer. Ja, warum nicht? Ha. Da lacht jemand draußen rum. Fand das auch witzig. Ja. Dann wenigstens Satan. Ich glaube, wenn wir Satan schaffen, startet Eve mit dem Razor Blade. Oh, die Viecher sind übelst nervig, halt legit. Die Augen blocken Schüsse. Das ist halt übelst scheiße. Ich hatte da solche Probleme mit Azazel, die zu besiegen. Ich weiß gar nicht warum. So. Ich kann halt eigentlich so die Hälfte der Schüsse davon, also ne, die Hälfte von denen jedes Mal treffen mit dem Laser, aber weiß ich nicht. Übrigens, Shield of Tears, ne? Ah. Ja, scheiß. Mano. Oh, das ist. Ich würde den Nail tatsächlich. Eigentlich würde ich gerne Lusty Blood hier mitnehmen. So, na, weil. Ist ein richtig gutes Item. Aber wir brauchen das ja mehr. Nee, gibt uns jetzt mal ein blaues Herzchen. Ja, wir. Manho. Wer weiß, vielleicht sterben wir hier noch. Was zum Teufel war denn das? Oh hey. Oh, warte mal, wenn das. Wenn das ein Schwarz. Schwarzmarket? Nee. Ich glaube, mit dem hätten wir noch eine Stufe tiefer gehen können. Ach, ärgerlich. Es tut mir leid. Warte mal, hat uns Denae nur noch halbes Herzchen gegeben? Sehe ich das richtig? Was zum Teufel seid ihr? Warum seid ihr so creepy? Krieg aus den goldenen Kisten. Oh, the stars are calling. What? Übrigens keine Ahnung. Oh, okay, aua. Ich habe eine Peitsche zum Zuschlagen. Alles klar. Frage beantwortet. Okay. Ne, es gibt ein. Doch, das gab mal halbes nur. Die Pimmel. Manno. Dude. Und dann. Okay. Das finde ich diskriminierend. Mann, der Nail war so ein gutes Item. Wahrscheinlich genau deswegen. So, einmal hier, einmal da. Ist doch wunderbar. Nisha brauchen wir nicht. Ist der explodiert nach dem Tod? Ich glaube nicht. Das waren ja nur die Schwarzen, die explodiert sind. So. Oh boy. Bin ich hier safe? Okay, hier bin ich safe. Holy shit. Die Dinge hat man auch viel zu selten gesehen im Base Game, so. Es gibt noch halbes schwarze. What? Okay. Kann man mal machen.
Holy shit. Also, ich weiß, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen möchte ich. Au! Zum einen möchte ich sterben. Na, damit ich halt. Na? Zum einen möchte ich halt auch nicht sterben. Die Empress. Oh nein, bitte nicht. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt nochmal getroffen werde. Manno! Fuckediem. Ich hab immer was freigeschaltet, weil wir hier schon waren. Mann. Okay, tut mir leid. Das war absolut meine Schuld. Beim nächsten Mal gehen wir dann mit Samson. Und wie es aussieht, müssen wir da nach oben. Da nehme ich dann diesmal das Polaroid mit. Und nicht das. Ach. Mann. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Morgen, ich werde jetzt sofort eine neue Folge mit aufnehmen, wenn ich morgen eine Folge direkt pünktlich habe. Tut mir leid, dass es heute ein bisschen später kommt. Und diese Fail mit dem. Es tut mir leid. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind natürlich wie immer wünscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye bye.